Vor dem Spiel Stadlaging-Aspern steht vor mir Aspern-Trainer Thomas Mangold. Die kurze, schmerzlose Frage: Was muss passieren, dass Aspern heute nicht verliert? Indem wir kein Tor bekommen, und wenn wir gewinnen wollen, müssen wir uns mehr schießen. Das ist ganz einfach. Nein, wir spielen gegen einen Tabellenersten und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber wir sind motiviert, die Mannschaft ist motiviert, hat top trainiert und das Spiel wird zeigen, was dabei rauskommt. Okay, lassen wir uns überraschen. Danke. Im Duell Letzter gegen Erster ist natürlich der erste Initiative Torhüter Dominik Kührer im Tor von Aspern. Sein Gegenüber Bernd Stropek mit einem weiten Abschlag. Dieser kommt via Philipp Wildbrat zu Manuel Tutzei und der bleibt hier cool, scheitert aber an Dominik Kührer. Aspern versteckt sich hier in der Anfangsphase allerdings gar nicht. Hier kommt der Ball zu Marcel Peter mit der Nummer 19, da haben wir ihn, aber der wird gerade noch abgeblockt und der Distanzschuss wird ebenfalls nichts. Manuel Tomirovic wird hier gestoppt, reklamiert, Simon Hobiger spielt weiter und Referee Magister Dr. Rützler macht hier Bekanntschaft mit dem Ball und dem Boden. Im Vorwärtsgang Manuel Tutzei und wieder toller Reflex von Kührer. Toni Saric, auch der macht Bekanntschaft mit dem Boden, aber der weite Pass kommt hier doch zu Manuel Tutzei auf Umwegen und wieder, wer sonst, Dominik Kührer. Wieder ein weiter Pass von Toni Saric. Mirovic. Noch immer Mirovic. Jetzt kommt Max Balzer über die rechte Flanke. Wieder auf Mirovic, der schießt, abgeprallt und Simon Hobiger versucht's. Aspern immer wieder gefährlich aus Freistößen, da kommt Bernd Stropek. Weiter Abschlag der Asperner Abwehr und wieder ein Tätigkeitsnachweis für den Stadlauer Keeper. Aspern ebenfalls über die linke Seite jetzt und dieses Foul hat Folgen. Aus dem fälligen Freistoß köpfelt nämlich Thomas Richter das 1:0 für den Heimverein, für den SV Aspern. Ja, und dieses 0:1 oder 1:0 aus Sicht der Hausherren, das bewirkt für den FC Stadlau kurzfristig Sand im Getriebe. Jetzt geht es dann mal eher höher oder mit kurzen, flachen Passes, aber durch die dichte Abwehr der Asperner, man sieht es ja ganz deutlich, Aspern mit einem doppelten Riegel, einer im Mittelfeld und einer in der Defensive, Stadlau kombiniert zwar gefällig in der eigenen Hälfte, aber ganz nach vorne geht momentan nichts. Einige Zeit verstreicht so, kaum Torchancen. Auch Aspern hat offensichtlich kein Interesse mehr am Tore schießen. Und dann geht's für den FC Stadlau wieder mal in Richtung Asperner Tor. Manuel Mirovic und da hilft die Abwehr aktiv mit. Der Ball fällt Philipp Wildbrat auf die Brust und dann aufs linke Bratzerl und es steht 1:1. Da geht Simon Hobiger, Daniel Pfeiffer, weiter Pass auf Philipp Wildbrat, der schießt sofort und Dominik Kührer verhindert den Rückstand. Manuel Mirovic auf die rechte Seite, Wechselpass, da kommt Hobiger, wird jetzt blitzschnell gespielt und die nächste Chance, aber wieder Endstation Kührer. Man sieht, Stadlau hat das Spiel jetzt wieder im Griff. Bernd Stropek weiter Abschlag. Der Ball in der Luft. Daniel Pfeiffer verlängert per Kopf auf Manuel Mirovic. Der versetzt hier einen Gegenspieler, sieht das Loch, sieht Philipp Wildbrat. Der umkurvt noch den Torhüter und es steht 2:1 für die Stadlauer. Eckbälle sind von der rechten Seite eine Sache für den Chef, für Philipp Wildbrat.
und das wäre schon die nächste Chance gewesen. Mit dieser Aktion über Manuel Mirwic, Weiterpass auf Wildbrat und Simon Hobiger, kein Tor, so endet Halbzeit 1. Halbzeit 2 beginnt fast mit dieser Aktion. Da geht's blitzschnell, Hobiger auf Mirwic, der sieht Wildbrat, der mit der Hacke, und das ist schon das 3:1, Torschütze Simon Hobiger. Und diesem kleinen Mann hat das Tor gefallen. Weiter geht's im Mittelfeld mit Oberherrschaft Stadlau. Da bringt der Aspanate den Ball nicht weg. Manuel Duzei versucht es aufs kurze Eck und Dorman Kührer. Der nächste Angriff über Simon Hobiger. Über die rechte Seite. Da bekommt Max Balzer den Ball. Spielt ins Loch für Markus Stifter, der ist neu im Spiel. Und diesmal wird nichts aus der Aktion. Aspern nur mehr gelegentlich in der gegnerischen Hälfte. Und hier wieder eine ganz schnelle Aktion der Stadlauer. Manuel Mirwic, und da wird er unsanft gestoppt. Den fälligen Freistoß, den bringt Philipp Wildbrat flach, und guter Schuss von Markus Stifter. Weiter Stadlauer im Vorwärtsgang. Manuel Mirwic macht das ganz elegant, und genauso elegant macht es Philipp Wildbrat. 4:1 für den FC Stadlau durch den Goleador der Liga. Sein 18. Tor bisher. Und diese kleinen Fußballfans, die haben es genossen, dieses Tor. Stifter bekommt von Philipp Wildbrat einen Eckball kurz gespielt. Der Kapitän bringt den Ball vor das Tor. Und die Aspern-Abwehr fast mit einem Eigentor. Daher sofort der nächste Eckball. Stadlau nützt das Ganze jetzt zu einem lockeren Trainingsspiel und vorbei. Lockeres Trainingsspiel mit vielen schnellen Kombinationen. Mit dem Fersal. Mit einem schönen Lochpass auf Philipp Wildbrat. Und der scheitert hier an Dorman Kührer. Michael Rinder ebenfalls. Dann nochmal das Fersal. Und Simon Hobiger als Sitzfußballer. Und der Weitschuss von Michael Rinder gelingt auch nicht ganz. Ein Eckball für Aspern. Dann pfeift Schiedsrichter Rützler ab. Und der Trainer Erwin G. von Stadlau ist erleichtert. Erwin G., letzte Woche hat der Trainer des FC Stadlau noch nicht gewusst, was er vor dem Spiel sagen wird. Was hat er heute gesagt? Er hat ausdrücklich vor Aspern gewarnt, dass die um jeden Meter kämpfen werden. Das Match ist so gekommen, wie wir es erwartet haben, eigentlich noch schlimmer, dass wir gleich am Anfang 3-4 Chancen vergeben haben, dann noch dazu ein Tor bekommen haben, aber wir haben sehr, sehr gut reagiert, haben den Ausgleich gemacht und haben eigentlich ganz, ganz solide das Match gewonnen. Wir haben eigentlich keine Torchance zugelassen, also da bin ich fest überzeugt. Es war keine Torchance vom Gegner bis auf das Tor, und das war keine Torchance. Die Bälle sind sehr oft hoch im Mittelfeld hin und her geflogen. Ja, das ist bedingt durch den kleinen Platz, ist immer hektisch gewesen. Es ist einfach schwer, hier Fußball zu spielen. Ich bin voll auf zufrieden mit der Leistung. Wir haben alles gegeben, und es war nie in Frage, ob wir das Match gewinnen oder nicht. Dann gleich der Ausblick auf die nächste Woche. Anderer Gegner, anderer Platz. Das heißt Innstadlau, und der Gegner heißt Post SV und spielt auch vorne mit. Ist mir um einiges lieber, ist viel angenehmer für einen Trainer, von der Vorbereitung her. Wir haben wieder viel Platz zum Fußballspielen, viel Platz für unsere Laufbereitschaft, was alles hier nicht zutage kommt. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Post auch gewinnen. Gut, dann ein schönes, langes Wochenende. Ebenfalls, danke. Danke dir. Ja.